Where'd you go? I miss you so. Seems like it's been forever that you've been gone. Please come back home. Freunde, herzlich willkommen zur KBJ Show. Heute an einem Sonntag. Es ist ein weirder, wilder Start und es bleibt ein weirder, wilder Start. Denn während wir einmal diesem jungen Mann hier nachtrauern, Drew Holiday, überragendes Spiel von ihm, wir gehen gleich rein, was das bedeutet, müssen wir heute auch nochmal über diesen Mann hier reden, der den Pacers jetzt, sorry, Spoiler Alert, 3 Spiele gekostet hat. Ich mache das wirklich ganz, ganz selten, dass ich über Coaches rede, aber das ist schon sehr auffällig, mein Freund. Guck mal, wir haben Game 1, du bist mit 3 Punkten vorne, noch 10 Sekunden auf der Uhr. Dein Mann findet hier keine Anspielstation, also was machst du? Er findet keine Anspielstation, er ist der Coach. Er findet keine Anspielstation, nimm Timeout. Nimm freaking Timeout. Du musst nicht gegen die beste Defense der Liga so einen Einwurf machen, wo dann der Ball ins Aus geht. Die Celtics bekommen den Ball im nächsten Play und Jaylen Brown trifft das Ding zum Ausgleich und ultimativ gewinnt man in der Overtime, also die Celtics, die Pacers verlieren. Dann Game 2. Man ist 13 Punkte hinten. 13 Punkte hinten mit 8 Minuten auf der Uhr im vierten Viertel. Und der Mann entscheidet, nö, wir bringen keine Starter mehr rein. Wir lassen einfach unsere Benchplayer auf dem Feld. Der hat seine Starter nicht mehr gedroppt. In 8 Minuten to go in Game 2. Ich verstehe das einfach beim besten Willen nicht. Und jetzt heute Nacht in Spiel 3 gab es ebenfalls eine Situation, über die wir gleich reden werden, wo ich sage, was zur Hölle macht dieser Mann da? Es ist wirklich komisch. Ich bin keiner, der immer auf die Refs geht. Ich bin keiner, der immer sagt, oh, das Coaching. Ich habe auch mich letztes Jahr nicht so crazy auf Jason Kidd eingeschossen, weil ich persönlich immer denke, okay, Coaching ist zwar ein großes Thema, aber es gehört trotzdem auch die Ausführung der Spieler dazu. Aber wenn jemand so krass sein Timeout-Management und insgesamt seine Closing-Minuten von einem Spiel mehrfach hintereinander verkackt, Ich verstehe es einfach nicht. Und in der PK drauf angesprochen, sagt er, dass er quasi gar nichts darüber hören will von den Reportern. Die Reporter wollen ihn fragen, ey, wie sah das aus? Was war das Problem? Und er wirkt sie einfach ab und sagt so, ja, passt schon, wir müssen nicht darüber reden. Like, ich weiß nicht. Das ist weird. Das ist weird. Genauso wie der Einstieg zu diesem Video. Aber Freunde, so ist es heute. Wir sind in der anderen Conference Finals Serie, die natürlich genauso viel Aufmerksamkeit und genauso viele Fans anzieht wie die andere. Das ist uns an sich natürlich egal, weil wir sind hier alle Basketball-Nerds und wir sind hier da, solange geiler Basketball gespielt wird. Apropos geiler Basketball, heute Abend ist Euroleague-Finale. Final Four war am Freitag, habe ich mir angeguckt. Und jetzt heute Abend ist Euroleague-Finale sogar. Schaltet gerne ein, ich habe da keine Connection irgendwie zu irgendwem, aber ich dachte mir einfach, ich gebe euch kurz den Hinweis. Yes, also, wir gehen in dieses Spiel. Wir haben Spiel 3, wir sind in Indiana und man muss natürlich dazu sagen, kein Tyrese Halliburton, dafür er hier. Shepard, wer ist denn mit Vornamen? Fällt mir gleich wieder ein. Auf jeden Fall Shepard, der Rookie, Ben Shepard muss rein, muss spielen. Und ja, sagen wir mal so, es läuft vielleicht nicht ganz so gut, wenn du in Spiel 3 deinen Rookie-Point Guard reinwerfen musst. Aber da kann niemand was dafür. Halliburton hat sich verletzt, da blame ich auch nicht Rick Carlisle als Coach. Da kann niemand was dafür, das ist einfach so. Und obwohl die Celtics wieder mit einem guten Start kamen, die erste Halbzeit gewinnen auf jeden Fall krass. Die Pacers, ne? Wir gehen gleich so ein bisschen nach vorne, wir skippen gleich ein bisschen nach vorne. Ich wollte uns nur einen kleinen Eindruck vermitteln vom Anfang und es ist wieder so, dass die Celtics zu einer großen Führung jumpen am Anfang. Es ist wieder so, dass Siakam ein gutes Game hatte, jetzt nicht das Beste, nicht so geil wie in, war das Game 2 oder Game 2 war so stark, glaube ich. Also so ein krasses Game von ihm war es nicht, aber er war gut. So die einzigen, die nicht gut waren, waren eigentlich wirklich hier Nesmith leider, dann Shepard und von der Bank Obi Toppin. Ansonsten die Pacers offensiv, sie haben wie immer geliefert. Sie sind die beste Offense der Liga und da kannst du davon ausgehen, dass sie auch eine Menge machen werden. Das war so stark, das war so ein Vorbote für das, was die Celtics heute noch machen würden im Thema Defense. Derek White mit einem Block.
So, jetzt wieder Siakam wühlt sich durch, auch wenn es nur gegen Pritchard ist, aber still. Und ja, wir haben ausgeglichen das Game. Wir gehen auch gleich in die Top 5, deswegen wir verpassen hier keine Plays, keine Sorge. Und das beste Play kommt eh im vierten Viertel. Wir gehen ins dritte Viertel, Leute. Und wir haben hier eine 12-Punkte-Führung für Indiana. Und Indy kann mittlerweile sich echt so ein bisschen auf die Fahne schreiben. Ey, cool, sie gewinnen immer die ersten 46, 47 Minuten von so einem Spiel und dann verlieren sie es. Sie sind quasi sowas, was die Lakers gegen Denver waren, weil das ist schon auffällig, wie gut sie immer sind, bis zu den Closing-Minuten und dann verkacken sie es. Manche munkeln, es liegt vielleicht auch daran, wer dein Coach ist, ob du solche Minuten am Ende gewinnst oder nicht, wie dein Timeout-Management ist. Und ja, sagen wir mal so, Rick Carlisle wird auf jeden Fall kein Coach of the Year Anwärter in meinem Voting die nächsten Jahre. Die Celtics haben dann ein bisschen angezogen in der Defense. Sieht man hier jetzt bisher noch nicht so viel. Aber ich glaube, das geht sogar noch hoch auf 18 Punkte. McConnell war sehr, sehr stark. Ja, geht hier sogar an Derek White vorbei oder wirft über ihn. Das hat vorhin nicht mal Miles Turner geschafft, müsst ihr euch mal vorstellen. Miles Turner wird geblockt, TJ McConnell schafft es aber über ihn zu finishen. So, hier ist ein Fastbreak der Celtics. Schöner Lefty-Layup von Jaylen. Aber es bleibt eine 13-Punkte-Führung. Hier ist wieder McConnell. Schau, wie gut der ist. Wird aber geblockt hier von Brissett und von Brown. Und dann war es Isaiah Jackson. Schöner Block von Al Horford. Isaiah Jackson ziemlich wack tatsächlich in dem Game. Hier ist Xavier Tillman. Ich sage lauter Namen gerade, die überhaupt nicht groß Rotation bisher gespielt hatten in den Playoffs. Tillman, Isaiah Jackson. Wobei Isaiah hatte ein, zwei gute Spiele. Aber das ist Brissett. So, das sind lauter so Spieler, die normalerweise keine Minuten bekommen. Aber dadurch, dass Porzingis raus ist und dadurch, dass die Celtics halt nicht in jedem Spiel Horford 40 Punkte gehen lassen können, 45 Minuten gehen lassen können, müssen sie halt so ein bisschen mit ihren Bigs auch rotieren, was auf jeden Fall die richtige Entscheidung ist. So, guter Pass hier auf Obi Toppin. Wie gesagt, Obi leider kein Faktor von der Bank. Den hätten sie dringend gebraucht, vor allem im zweiten in der zweiten Halbzeit. Kam aber leider nicht. Und das hier, shit, wir haben noch gar nicht über Nembhard geredet. Der Junge war so stark in dem Game. Hatte über 30 Punkte. Hat mir schon in den Spielen davor gefallen, aber in diesem Game war er wirklich unfassbar. Genauso wie er hier, Derek White. Gott, liebe ich diesen Jungen, auch wenn er hier den Dreier brickt. Aber dann ist Holiday da. Dieser Backcourt einfach aus White und Holiday ist so der größte Cheatcode einfach für die Celtics, wirklich. Dass sie die beiden haben, ist so krass. Beide keine Star-Allüren, beide super defensiv orientiert, beide aber auch unterschätzt stark in der Offense. Nehmen hier Shepard wieder in die Mangel. Jetzt ist es aber Turner, der kommt zum Korb. Schöner Layup and one. So, wir sind im vierten Viertel. Die Celtics haben gut aufgeholt, nur noch minus 6. Es war teilweise minus 18. Deswegen, Celtics haben gut aufgeholt. Nochmal, das liegt zum einen an der starken Defense oder an der verstärkten Defense für die zweite Halbzeit. Die Celtics spielen halt immer sehr angepasst an den Gegner. Und gerade in der ersten Halbzeit haben sie es so ein bisschen locker genommen. Und ich hatte wie immer auch wirklich wieder in der ersten Halbzeit von dieser Serie das Gefühl so, ah, ich gucke hier ein Regular-Season-Game. Es fühlt sich nicht an wie Conference Finals. Abgesehen davon, dass alle hier gelb tragen, das lässt ein bisschen, gibt einen kleinen Indikator. Aber in dieser zweiten Halbzeit, finde ich, hat es angezogen und muss man auch sagen, die Pacers haben halt ihr Shooting nicht gehalten. Also die haben ja oft entweder eine erste oder eine zweite Halbzeit, wo sie wirklich alles rasieren und alles treffen oder in Game 7 gegen die Knicks, wo sie das ganze Spiel über historisch schießen. Aber meistens haben sie eine super starke Halbzeit und jetzt in dieser zweiten Halbzeit sind sie einfach ein bisschen eingebrochen vom Shooting. Haben nur 42 Punkte gemacht in der ganzen zweiten Halbzeit. Und dadurch konnten die Celtics immer näher rankommen. Und wir haben 3-Punkte-Game. Hier ist McConnell, setzt sich wieder stark durch. Also das ist voll wirklich heftig, als kleinerer Spieler gegen Jaylen Brown solche Dinge einzustreuen. Hier ist wieder Nembhard mit einem schönen Layup. McConnell, ey Digga, die sind so tough. Gut, dass Siakam aber da ist mit dem Offensiv-Rebound. 6 Minuten noch. 5:45 noch. Hier ist Tatum. Tatum auch noch nicht gut groß besprochen. Hier ist wieder White. Tatum hatte ein überragendes Game.
Müssen wir gleich reingucken, auch wenn er hier den Jumper kassiert. Aber Tatum, sehr starkes Game, hat auch gleich den Assist. Einen der besten Assists dieser Playoffs und das hier war einer der besten Dunks der Playoffs. Yes, wir hatten lange keinen wirklichen Poster-Dunk mehr, wo wir ausrasten. Aber das Ding hier von Jaylen Brown mit 4 Minuten auf der Uhr in der fremden Halle, zieht der das Ding über meinen Boy Miles Turner. Der ist tough. Der ist sehr, sehr tough. Und ich denke auch, der wird Top-Play sein in der Top 5. Oder es ist ein bestimmtes Crunch-Time-Play, über das wir gleich reden. So, hier ist Horford. Horford auch wieder starkes Spiel. Es ist so unfassbar, dass Horford so gut ist weiterhin. Wir müssen gleich mal gucken, wann Horford gedraftet wurde. Ich glaube, der ist 2 Jahre nach LeBrons Draft. Ich glaube schon, weil der ist auch close mittlerweile zu 20 Jahren in der Liga. Und er ist immer noch so gut. Du musst ihm ein bisschen die Minuten reduzieren. Ich will ihn echt keine 40 Minuten plus sehen. Aber wenn du den so 35, 36 Minuten spielen lässt in den Playoffs, ist der immer noch so money einfach. Wieder TJ. Er war so stark. Er war so stark. Und schau dir das an. Schau dir das an, wie krass die schon wieder führen. Plus 8, 2 Minuten to go. Plus 6, 2 Minuten 40. Hier ist McConnell. Layup. Das Ding geht rein. Du hast eine 8-Punkte-Führung, 2 Minuten 30 vor Ende. Und das ist nicht nur on the coach, aber jetzt bringe ich wieder Rick Carlisle rein. 2 Minuten 30, du führst mit 8. Das sind Minimum 3 Possessions. 3 Possessions, die du vorne bist. Das darfst du nicht verlieren in 2:30. Ich weiß, du kannst es verlieren. Ja, das ist jetzt nicht historisch, was die Pacers hier gemacht haben. Ich mag auch das Wort Choke nicht in dem Kontext, weil du spielst gegen eines der besten Teams der vergangenen Jahre. Deswegen, das ist nicht unbedingt ein Choke. Und du hast Halliburton nicht mal, dafür auch Props. Aber wie kann man so schlechtes Clock-Management und Shot-Management haben, dass man das hergibt? Schau, wieder nicht gescored auf der anderen Seite, dann gar keine Defense. Schau, Perimeter komplett frei. Dann kann Tatum einstreuen. Tatum, wie gesagt, starkes Spiel. Minus 3, hier ist Nemar. Kommt durch. Später Pfiff. Macht den zweiten. Plus 5, 1 Minute 17. Auch das Two-Possession-Game müsstest du eigentlich rausgecoacht bekommen, dass du das Ding gewinnst. Tatum. Und das ist der Assist der Playoffs. Einer der Assists der Playoffs. Wir haben schon wirklich geile Assists gesehen, aber das Ding muss man feiern von Tatum. Und wir reden viel über Luka, Tatum, Ant die ganze Zeit und alle sagen, ja, aber Luka ist der 100-mal bessere Playmaker. Ich sag das auch, habe ich erst im gestrigen Video drüber geredet und da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Natürlich ist Luka der beste Playmaker aus den dreien, aber was ich sagen kann, ist, dass Tatum und Ant auch immer mal geile Pässe haben und Tatum schon so lange in der Liga ist, dass er auch natürlich eine gute Spielübersicht hat. Und dieses Ding hier, 3 Verteidiger auf sich zu ziehen und dann wirklich einen Behind-the-Back-Bounce-Pass, perfekt on the money für Horford, ist so ein geiler Pass. So, 2 Minuten to go. Hier kann Kontakt gewesen sein, das habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass hier nicht gepfiffen wurde. Plus 2. Sie sind am Ende der Shotclock, ja, sie müssen attackieren. Siakam hat einen guten Weg. Und jetzt kommt Derek White und ich weiß nicht, ob White ihn foult oder nicht. Das sieht schon auch viel nach Hand aus, was da getroffen wird. Aber ich sehe es halt nicht. Wenn er zuerst am Ball ist, dann ist alles gut. Ich glaube, da ist auch Arm dabei. Also das hätte man auch pfeifen können. So, hier ist Drew. Starker Move, and one. 38 Sekunden to go. Und man geht mit 1 Punkt in Führung. Nächster Angriff der Pacers. Viel Nemhard jetzt. Nemhard, bisschen Hero Ball. Der Ball geht daneben. Ball ist bei den Celtics. 14 Sekunden. Celtics führen mit einem. So schnell geht's. So schnell geht's in der NBA. Vor allem, wenn du gegen ein super erfahrenes Team spielst, wo keiner große Star-Allüren hat, wo alle locked in sind für die Defense und Offense. Ja, bei den Pacers, du hast niemand wirklich, der für die Defense wirklich locked in ist. Ist Neesmith überhaupt noch auf dem Feld? Ja, ist er, aber du hast eigentlich nur Miles Turner und Neesmith und selbst die beiden kannst du auf jeden Fall als Tatum, da hast du keine Angst davor. So, jetzt haben wir hier Tatum, der attackiert, ist aber gut verteidigt von den Pacers, vor allem von Siakam gut angenommen. Und jetzt kommt wieder mein Boy Rick Carlisle, hier ist er. Er macht wieder die Fehlentscheidung. 3 Spiele hintereinander, Coaches Fehlentscheidung. So, er sagt, push den Ball, push den Ball. Sie haben ein Timeout.
Sie könnten Auszeit nehmen und das Spiel neu aufbauen. Nein, machen sie nicht. Er kann immer noch ein Timeout nehmen. Du hast hier Nembhard alleine gegen 4 Celtics. 3 davon sind All-NBA-Defender. Der andere ist All-NBA-Defender im Ruhestand. Das kannst du mir nicht erzählen, dass du hier kein Timeout nimmst. Rick Carlisle, was tust du da? Ey, und ich komme gar nicht klar, dass diese Worte aus meinem Mund kommen. Weil ich rede nicht so. Ich gehe keine Coaches an. Aber Dog, die Jungs sind noch nicht mal über die Mittellinie. Es sind 6 Sekunden auf der Uhr. Du lässt jetzt Nembhard 1-4 gehen. Das ist dein Gameplan. Vor allem nachdem Nembhard schon die Possessions davor sehr, sehr viel Hero Ball gemacht hat und sehr, sehr viel daneben gemacht hat, leider. Das ist ein kleiner Undersized Guard. Like, bau was auf, renn ein Play, irgendwas, nimm dein Timeout. Krass. Wirklich krass, aber nein, sie wollen die Celtics überraschen, was du bei den dreien hier niemals hinbekommst. Die überraschst du nicht. Das sind die besten Defender der Welt, die überraschst du nicht. So, und jetzt kommt, was kommen muss. Jrue Holiday zieht sich den Ball. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, where'd you go, I miss you so, weil ich diese Defense einfach vermisse von ihm bei den Bucks. Und dann laufen sie das letzte Play. Jetzt haben sie einen Timeout genommen, logischerweise. Jetzt laufen sie das letzte Play. Ich finde es nicht mal so schlimm. Das ist ein freier Dreier für Nesmith. Der hat halt bis dahin nichts getroffen an dem Tag. Deswegen nicht unbedingt der geilste Wurf, aber der geht fast rein. Ich kann mit dem letzten Play leben. Das habe ich gesehen, dass viele Leute das auch irgendwie angekreidet haben. Damit kann ich persönlich leben. Womit ich nicht leben kann, ist, dass du hier kein Timeout nimmst. Ich meine, was machen wir hier? Also wenn ich das sogar merke, wenn die ganze Fanbase das merkt, die Pacers rasten aus im Internet, überall steht nur Fire, hier Carlisle feuern. Ich bin nicht so weit, aber ich sage wirklich, das ist schon sehr, sehr auffällig, dass der Typ es einfach nicht hinbekommt, ordentlich diese Serie zu coachen. Du bist in allen drei Games drin und alle drei kann ich und jeder andere auch drauf zeigen und sagen, Bro, riesen Coaching-Fehler. Aber so gravierende Coaching-Fehler, wo man denkt, okay, Rookie-Head-Coach, erstes, zweites Jahr, erstes Mal tief in den Playoffs. Wir reden hier von Rick fucking Carlisle. Der war so oft in den Playoffs, das ist so ein erfahrener Mann in der NBA, der war 100 Mal in irgendwelchen tiefen Games, in irgendwelchen wichtigen Games, als Spieler und als Coach. Katastrophe, anders kann ich es nicht sagen. Wir schauen uns schnell den Boxscore an. Tatum, erstes NBA-Spiel ever in den Playoffs mit 36 Punkten, 10 Rebounds, 8 Assists und 0 Turnovern. Ihr wisst, in der NBA und im amerikanischen Sport, wir haben Stats für alles. Völlig unnötige Stats. Niemand wird sich das jemals merken, aber ich habe es vorhin gelesen, deswegen dachte ich, teile ich es euch mit. Al Horford, wie gesagt, genau der Sweet Spot. Lass ihn 35 Minuten spielen, dann ist er effizient. Hat gekillt von der Dreierlinie richtig stark. 23 Punkte. Jrue, Legende meiner Meinung nach, Derek White, Legende meiner Meinung nach, interessieren mich die Quoten bei den beiden nicht mal, die sind einfach so gute Defender und alles drumherum einfach absolute Pros. Und wie gesagt, ey, mein Boy Jrue war sogar krank, der konnte nicht mal Shootaround machen, das war ein Flu-Game für den und trotzdem hat er so abgeliefert. Und letzte Sache noch, Jaylen Brown war völlig in Ordnung. Wir haben, das ist euch vielleicht aufgefallen, es war wenig Tatum und Brown in der Crunch-Time, finde ich, für die Celtics. Da hat man auch so ein bisschen gesehen, sie haben halt einfach viele Waffen. Ja, wir hatten dann ein, zwei Aktionen von Holiday, wir hatten den Horford-Dreier. Gut, der Horford-Dreier war assisted von Tatum, deswegen kann man das wieder sagen. Jaylen hatte sicherlich auch einen Wurf oder so. Aber die Mannschaft ist einfach so tief, gerade die Starting Five, dass da wirklich jeder irgendwie ein Play machen kann, jeder was kreieren kann. Du hast halt einfach 4 legitime Ballhändler in diesem Team, in der Starting Five. Und das ist schon sehr, sehr stark wirklich. Von der Bank kam gar nichts für die Celtics, ja. Da haben sie richtig reingeschissen, aber haben sie auch nicht gebraucht. Mein Boy Xavier Tillman war immerhin eine plus 12. Ich habe euch gesagt, der Mann wird noch wichtig mit seinen 2 Punkten. Nee, also ich mochte die Verpflichtung für ihn, aber von ihm, aber dass er jetzt 2 Punkte gemacht hat in 13 Minuten, ist natürlich ein bisschen wack. Auf der anderen Seite bei den Pacers, offensiv, du hast eigentlich nur wenig Probleme. Nesmith hat kein gutes Game gehabt. Shepard komplett raus, kannst du komplett vergessen. Ist einfach zu groß für ihn. Sorry. Also als Rookie Guard 26 Minuten in der Starting Five in dem Eastern Conference Final, verzeih ich jedem, wenn er da 0 Punkte macht. Ist einfach so. Von der Bank McConnell übertrieben stark. Obi leider auch kein gutes Game.
Da an der Stelle auch nochmal Shoutout an die Celtics Defense. Erste Halbzeit haben sie 69 Punkte kassiert, nice. Und zweite Halbzeit haben sie dann 42 Punkte kassiert. Also da haben sie wirklich dann locked in Defense gespielt. Und yes, damit haben wir im Bracket folgende Situation. Wir haben die Mavs mit einem 2-0 und die Celtics mit einem 3-0. Damit ist die Serie offiziell over. Ich habe schon nach Game 1 gesagt, die Serie ist over. Jetzt ist sie offiziell over, weil 3-0 hat noch nie eine Mannschaft in the history of the game aufgeholt. Die Celtics waren letztes Jahr nah dran. Die haben Game 7 forciert gegen Miami. Aber wir wissen alle, was passiert ist. Game 7 dann in Boston. Das Momentum war komplett bei Boston. Ich bin auch sicher, nicht sicher, aber ich kann mir gut vorstellen, die Celtics hätten gewonnen gegen Miami. Sorry, Tim. Und wenn Tatum sich nicht verletzt hätte, dann wäre, glaube ich, Boston weitergekommen. Yes. Letztes Jahr in den Conference Finals. Ich musste gerade ein bisschen überlegen, was da genau war. Der hat sich im ersten Play, im ersten Viertel den Knöchel verstaucht und war ab dem Zeitpunkt eigentlich kein Faktor mehr, leider auf dem Team. Auf dem Feld für das Team. So, wir haben Mavs Timberwolves. Geile Sache, Leute. Da geht's morgen weiter. Das ist halt so angenehm in den Conference Finals. Du hast jeden Tag abwechselnd Spiele. Morgen ist es wieder soweit. Mavs, Wolves. Mavs führen 2-0. Mit die geilste Serie überhaupt. Guckt euch das Video von gestern an. Ich habe da genau auseinandergenommen, warum es für die Mavs funktioniert hat, was die Timberwolves ändern müssen. Ich bin extrem gespannt, wie die Timberwolves jetzt reagieren werden. Sie können on the road gewinnen, da mache ich mir keine Gedanken. Aber die Mavs sehen so gut aus gerade. Es gibt eigentlich kaum eine Schwachstelle in dem Team. Sie haben komplett herausgefunden, wie sie die Timberwolves auseinandernehmen müssen mit diesem Double Screen oben, top of the key. Einfach ein Big Man, ein Shooter, der Big Man. Nee, der Shooter stellt zuerst den Pick, poppt dann auf den Flügel für den freien Dreier. Der Big Man stellt meistens nur so ein Slip-Screen, also stellt nur ganz kurz, slippt dann sofort in die Zone und dann doublen die Timberwolves das. Und während die Timberwolves das doublen, hast du entweder den freien Mann, der in die Zone gecuttet ist, oder du hast den Shooter an der Dreierlinie und Luca kann einfach nur entscheiden, okay, auf wen verteile ich den Ball. Damit nehmen sie die Timberwolves gerade komplett auseinander. Wie sie das justieren, I don't know. Ich weiß nicht, was man da am besten macht. Ich bin kein NBA-Headcoach, aber ich freue mich darauf zu sehen, wie die Timberwolves reagieren werden auf jeden Fall. Das Ganze morgen. Morgen hier wieder um 14 Uhr in der KBJ-Show. Und jetzt denkt ihr euch so, ah, jetzt hat Björn schon wieder die Top 10 vergessen. Nein, Freunde, wir gehen natürlich in die Top 5. Ich hatte nur gerade einen guten Flow und wollte das Bracket abhaken, aber wir gehen natürlich in die Top 5 und got you, fam. Wir haben den Goldman Tater im Ohr und wir schauen, was abgeht. Doug McDermott spots a shooter getting free and Andrew Nembhard buried. Also, das ist halt immer tough, ne? Weil ich habe jetzt gerade echt überlegt, so, das ist unser Top 5 Play, das 5 beste Play aus dem Spiel. Aber du hast halt nur ein Game. Du hast nur ein Game und dann ist es eben so, wenn du daraus eine Top 5, eine Top 10 kreieren musst, wird schwer. Aber wir haben schon ein paar geile Plays, macht euch keine Sorgen. Vor allem will ich den Jaylen Brown Dunk nochmal sehen. Das ist der Cut. Alter, er ist richtig locked in für die Playoffs. Er hat einen Bauhelm, er hat irgendwelche Schilder und er hat immer seinen rosa Flamingo-Bullshit dabei. Das ist crazy. Ich weiß nicht, was das ist, aber das hat er in jedem Spiel dabei. Sitzt die da neben ihm oder hinter ihm? Weil ich bin immer so angespannt für solche Leute, wenn die so einen Ultra-Fan vor sich haben, der dauernd aufsteht und Faxen macht und dann sitzt du hinter dem. Aber ich glaube, die sitzt neben dem. Deswegen müsste eigentlich klar gehen. Nee, die saß hinter dem. Damn. Ey, Isaiah Jackson hat gechoked in dem Spiel. Sorry, der hat nicht gut ausgesehen. So, hier ist Jaylen mit einem Dunk. Ey, Isaiah, das wurde mir teilweise sogar geschrieben, da war ein Foul dabei, by the way. Aber das wurde mir auch geschrieben von Leuten, die gesagt haben, ey, Isaiah Jackson kann nicht mal Peyton Pritchard aufposten. Und war auch so. Number 2, das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Wer generiert diese Top 5 Plays? Also, wir haben jetzt entweder Number One Play, den Dunk von Jaylen über Miles Turner oder den Assist von Tatum
in der letzten Minute, wo er in die Zone zieht und dann behind the back in die Corner geht, der Pass ist doch so viel schwerer als das lame Ding da. Wie kommt man darauf, das denn in die Top 5 zu packen? Ich sage euch, was passiert ist. Ich sage euch, was passiert ist, was ich glaube. Ich glaube, jemand hat eine Liste gemacht und hat irgendwie dem Editor geschrieben, so, ey, Top 2 Play ist Jason Tatum behind the back pass auf Horford für den Dreier. Und das war ja genau das Play, aber halt in einem ganz anderen Kontext und mit einem ganz anderen Schwierigkeitsgrad. Oh mein Gott, was ein Fumble von der NBA. Diese Top 5 Plays sind oft nicht gut geschnitten. So, hier ist der Dunk. Okay, wenigstens das haben sie richtig. Der Dunk war nasty. Boah. Ey, Jalen hat so viele Poster-Dunks. Und die NBA... Okay, gut. Das war ein massive Choke von der NBA. Passt ja dann gut zu dem Kollegen hier. Nee, also... Es ist bitter. Es ist bitter. Ich hätte mir gewünscht, die Pacers holen hier das 2-1. 3-0 ist natürlich vernichtend. Halliburton spielt nicht. Ich will die Pacers gar nicht schlecht machen. Die sind in einer Serie, die viel größer ist als sie. Sie hatten eine Menge Glück mit New York, muss man einfach sagen. Fairerweise mit den Verletzungen. Ich glaube, gesunde Knicks hätten sie niemals geschlagen. Aber die sind jung. Die sind unerfahren. Die spielen noch nicht lange zusammen in diesem Halliburton-Siakam-Kern. Und dass die überhaupt so weit sind, ist cool. Dass sie jetzt selber aufgrund von einer Verletzung und aufgrund von sehr schwachem Coaching 3-0 hinten liegen, finde ich persönlich schade, weil ich glaube, man könnte hier auch 2-1 stehen oder sogar 2-1 führen, wenn man... Man war in allen drei Spielen, egal. Ich habe alles gesagt, Freunde. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr. Checkt heute gerne Instagram. Ich habe gehört, das ein oder andere T-Shirt wird heute released. Könnt ihr ja mal gerne abchecken, was sich da auf Instagram verbirgt. Vielleicht machen wir, lass mal überlegen, vielleicht machen wir einfach eine Sonderedition für Rick Carlisle, wo dann nicht steht, every shot counts, sondern wo dann einfach steht, every timeout counts. Wisst ihr, so every timeout counts für Carlisle, das wäre vielleicht eine Idee. Vielleicht schicken wir ihm da eine Sonderedition. Ich rede mal mit Timo. Aber nee, Freunde, ey, das war's jetzt von mir. Danke euch fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns morgen 14 Uhr mit Mavs, Wolves, Game 3. Freue mich crazy. Bis dahin, haut rein. Peace.